Lady Monika heißt euch wieder zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband Floris Mod. So, wir hatten im letzten Part ein paar kleine Probleme mit schnelleren Banditen, aber ja, wir machen jetzt ein bisschen die Beweglichkeit nach oben. Dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Und ich habe ja irgendwo gesehen in einer Stadt oder so, glaube ich, dass man Gebiete kaufen kann. Das werde ich dann mal austesten und werde während dem, dass das Gebiet dann Geldding, ein paar Banditen in der Nähe ausrotten. Ich möchte gerne mal mit Rimusk Ding. Ich brauche eben Geld für ein Pferd. Und ja, für ein Pferd und für ja einen, der bei der Schnelligkeit der Truppen helfen kann durch die Skills. Vorräte. Wolle fein. Wir brauchen eigentlich noch nicht Vorräte. Freiwillige. Nehmen wir 3. So. Wir müssen ein Banditenversteck zerstören und das Turnier. Nö. Das Banditenversteck ist wo? Wo haben wir gesagt? Sollte doch ein Shell sein. Ich glaube, also man sieht es nicht. Hat man das letztes Mal gesehen, im letzten Paar? Wir werden jetzt mal hier in der Nähe ein bisschen erkunden. Ich hoffe, man kann das überhaupt lösen. So. Nein, Trupp. Jetzt kann einer eigentlich zum Ding werden oder mehrere. Machen wir mal 3, ja. 3 ist das Maximum. Zu ja, diesen komischen, weiß ich jetzt gerade nicht. Wo ist der Ruvar? Wo ist denn Ruvar? Das tönt irgendwie nach Mitte. Scheinbar nicht uns, also da oben ist es. Ja, das interessiert doch uns nicht. Ich hoffe, wir finden das irgendwo, das Banditen. Frieden geschlossen. Wow, wir haben jetzt nur noch gegen einen Krieg und das ist das daran sich so, so naht. Oh, hier ist der König. Ich will mal den König Bericht erstatten. So, was haben wir geplündert, geplündert. Okay, Balaku wurde Ding. Habt ihr Aufgaben? Nein. Was macht das Reich? Wir stellen die Armee zusammen. Wir sollten uns auf die Verteidigung von Burg Almera vorbereiten, aber wir sollten unsere Trupps sammeln, bis wir stark genug sind, sie anzugreifen. Wie der aussieht! Wie der aussieht! Oh Gott, oh Gott. Das ist sogar Brustplatten. Diese Strategie scheint mir vernünftig. Ich verstehe. Was wäre vernünftig? Das wollen wir gar nicht probieren. Ich will zuerst das Reich ein bisschen anschauen. Und dann mal schauen, welchem Reich ich mich anschließe. Aber ihr wisst sich schon das Resultat. So, hier sind Banditen. Die sind von hier hinten gekommen. Dann schauen wir mal. Oh, aber die sind nicht gegen uns, oder? Ja. Dann schauen wir mal. Die Banditen sind hier durchgerannt. Ja, wir gehen jetzt mal hier nach oben.
Haben wir jetzt das Banditenlager nicht hier? Ja, da gehen wir nach Chess, Ding. Chesser. Weil dort hat er das Quest gegeben. Okay, die brechen wieder ab, scheinbar. Haben sie irgendwas einen anderen Befehl bekommen? Okay, die Moral ist wieder oben. Und einer wurde gefangen genommen. Ich möchte kurz Ding. Wer hat mir das gegeben? Matthias. Dann sollte es eigentlich dort sein. In Valuka. Okay, verstehe. Das ist Tarchias. Interessante Musik. False war. So. Jetzt können wir wieder schneller laufen. Hier müsste irgendwo das Banditenlager sein, oder? Meistens ist es hier oben. Wir gehen jetzt mal hier links durch. Weiter. Wo haben wir ein Banditenlager? Scheinbar hier oben. Ja. Gut. Schlachtfeld. Einfach mal totknüppeln. So, wir nehmen nicht das da. Und greifen mal die BGB-Expanditen mit der Armbrust an. Kommt, Leute. Ja, macht ihr einfach mal nichts. Marschbefehle zum Angriff. So, gut. Da oben sind sie. Meter Schuss. Oh, nicht getroffen. Naja. Ich muss die unterstützen, aber schnell. Kann man nicht schneller rennen. Nein, nur kicken. Ist gut, dass er bei mir abgewehrt hat und hat es der andere treffen können. So. Stufe 5, sehr schön. Noch einen Tod. Dann ist nur einer gestorben, einer bewusstlos, noch ein bewusstlos. Gut. Ja, sie sind noch schwach, wir müssen die irgendwie aufrüsten. Einer getötet, zwei verwundet. Ansehen plus 5, sehr gut. So. Ich habe jetzt mal dem einen Ding erlaubt, die Waren zu nehmen. Auch da ich nicht so viele Waren für mich brauche. Und
Dann schauen wir mal sein Inventar dann an, was er sich so genommen hat. Ja, ich denke, das ist alles dann nicht so wichtig. So. Gut. Jetzt befördern wir noch ein paar Truppen. Er ist ein bisschen angeschlagen. Ich möchte gern die, diese hier, Ballastere, und diese hier. Ah, das sind die Schwachen. Okay. So. Gut. Die lassen ich mich mal so weiter unten. Charakter wollte ich. Hier möchte ich gerne nochmals auf Intelligenz gehen und Inventarverwaltung gehen und ich weiß nicht, was Überzeugungskraft ist. Eigentlich ist das, dass man andere besser mag, aber da steht irgendwas anderes von Standpunkt einsehen. Brauchen wir denn etwas unbedingt? Wo ist jetzt eigentlich das Schnelligkeit? Athletik, oder? Da haben wir schon Maximum. Vorratshandlung. Haltung, ja, mache ich jetzt noch nicht höher. Dann Überzeugungskraft auf 1. Weiter werde ich es wahrscheinlich nicht tun. So. Also dann greifen wir mal die Dinge an. Ich möchte kurz speichern. Da kann ich, ja, kann ich kurz auf Backsafe. Damit ich einfach Sicherheitskopie habe. So. Ja, sie haben uns noch nicht gefunden. Gut, dann mache ich mal Kamikaze. Und gehe hier rüber. Ah, da drüben sind sie. So, die sind irgendwo hier oben. Okay, hier unten. Ja, ist nicht so gut erkennbar. Da drüben ist eine. Ungefähr hier vorne. Ja, da. Zwei sogar. So, und hier drüben ist noch eine. Zwei sind noch da. Dann nehme ich mal den hier. Okay, noch einer ist hier. Und hier unten. Den möchte ich gerne. So. Ah, wir haben es geschafft. Der hat fast noch gestorben. Ohne mich wäre der auch gestorben. So, und wir haben endlich mal etwas Wertvolleres. Bonus gegen Schäde. Der hat sogar minus 3 Schwingen, minus 3 Stechen, minus 3 Geschwindigkeit. Weil verbogen ist wahrscheinlich Armbrust 48. Was ist 48 C? C und 48 P. Ist das ein anderer wie Schwingen und so? Ein anderer Angriffsstil. Die Wüste möchte ich nach oben tun. Und die verkaufe ich, sonst werden sie wieder schlecht.
Käse wird wahrscheinlich nicht so schlecht. Machen wir die da und die Hosen runter. Die Shooting. Welche Fisch verkaufe ich auch? Die werden ja auch relativ schnell schlecht. So. Das Brot nehme ich noch mit. So. Gut. Gefährten sollen das nehmen. Trupp. So. Ja, okay, dann tue ich die auch. Gefährten. Ich hoffe einfach, wir verlieren so nicht zu viel Geld. Aber ich denke nicht. Und Deserteure ausweichen. Die möchte ich nicht treffen. Die können ganz chillt ins Gefängnis wandern. Kopfgeldjäger, da hinten sind Deserteure. Holt sie euch. So, jetzt sollte dieser Ding hier in Veloka sein, hoffentlich. Nein. Kohlenass ist hier. Wie heißt der? Tribion Conte Otelisa Tachias, glaube ich, aber wo ist Tachias? Da. Jelkala und Rudi. Marktplatz. Waffenhändler. Ist der Bogen? Nö. Reiche Fisch, Würste. Reichfisch. Dann hätte ich mal so das verkaufen. Die haben immerhin viel Geld, also kann ich schön alles verkaufen hier. So. Ding habe ich auch verkauft. Wo ist es? Wo sind jetzt die Werkzeuge? Da. Rostige Werkzeuge, die sollte man wahrscheinlich ja schnell verkaufen. Damit sie mehr Wert haben. Sturmhaube, blaue Rotok, Hoft. Tracht. Wollen wir so Handschuhe kaufen? Nein. Zwar Handschuhe gibt es nicht so oft als Belohnung. Aber minus 1 auf Körperrüstung. Nein, weil sie grob sind nicht. So. Brot ist teuer. Kaufen wir nicht. Schenke. Sah komisch aus. Lösegeldvermittler. Wir haben keine Gefangenen. Flüchtlinge. Okay. 9 nehme ich gerne. Ich hoffe, die überleben es. Weil die können zu guten... Also im Hauptspiel war es, dass die Frauen, also die normalen Frauen, die man so gefunden hat, nach als man Diebesding, also ja, Bauersfrau hießen sie, glaube ich, wenn man die hochgestufen haben, wurden sie zu Schwertschwestern und die, ich glaube, sie waren Schwertschwestern und die waren extrem gut. So, Matja war. Ah, Matthias ist das und nicht Tachias. Dann frage ich sie da. Matthias. Saren. Dort drüben.
Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden. Gehen wir mal nach Serindia. Und in der ersten Folge werden wir mal ein bisschen Svadien erkunden. Schauen, was die für zu verkaufen haben. Kohle, nö. Nichts kaufen. Riech dir diese frische Luft, Bruder. Hier war meine Heimat, bevor ich auf die Suche nach Gold das Land verließ. Es ist so gut, wieder hier in den Hügeln zu sein. Es ist der Geruch der Freiheit. Dies ist die Wiege der Freiheit Rodoks, hier unter Burg Grunwalder. Erzählt mir mehr. Zu Zeiten meines Vaters kamen die Schwadier und dachten, sie können uns die Stirn bieten und zu unseren Herren werden. Aber Grunwalder, ein alter Veteran der Kriege in den Hügeln, zeigte uns, wie man eine Schlachtreihe mit Speer und Armbrust aufstellte, die einen schwadischen Angriff abhalten konnten. Er fiel im Kampf, aber das Volk benannte nach ihm die Burg, die genau an der Stelle gebaut wurde, wo er fiel, so dass wir uns an ihn erinnern würden und immer fest den Attacken des Reitervolks entgegenstünden. Wir bauen hier Maulbeerbäume für Seide an und auch Kermeseiche für Färbemittel. Wir bringen sie nach Jelkala, wo man sie zum Fenster samtwebt. Nicht, dass ich jetzt je genug Dinar in der Tasche hätte, um Samt zu kaufen, aber die Handwerker Jelkalas machen auch gute Armbrüste und dafür werde ich ihnen ihr Luxusartikel nicht neiden. Okay. Eine längliche Burg. Ich hoffe, ich verpasse ihn nicht, wenn er hier durchgeht. Scheinbar geht er weiter hier. Kannst du mir kurz... Okay. Okay. Komm, wir treffen ihn noch kurz. Irgendwo bei Sanhar. Vorräte? Wolle, Fleisch, nö. Du da, hilf mir kurz, mal Matthias zu finden. Kenne ich euch? Mein Name lautet Monika Basler. Burg Weyard ist die Burg da hinten. Aha, ja, die Burg da hinten. Ganz da hinten. Da ist ein Übungsplatz, das ist wieder einer der... nein, bitte nicht, ich habe Bauernfrauen drin, dabei, Flüchtlinge. Ich werde sie umbringen. Hahaha, die sterben, die Frauen. Komm, wir schaffen das. Das war nicht mehr schwer, aber irgendwie hier sind sie auch nicht beritten. Denke ich mal. Mhm. Sind viel zu langsam, als würden sie beritten sein. Schöner Kampf. Sehr schön. Sehr schönen Schlag. Wir schaffen das.
Level up und Kampf vorbei. Yes! Sind wir nicht gut gewesen? Ah, sehr schön. Eine getötet. Fünf getötet. Ah, Flüchtlinge. Ja, leider, die Flüchtlinge sind halt die Schwachen noch. So, und dafür nehmen wir euch gefangen. Gut, Flüchtling, Frau Miliz, Trostfrau. Weiß ich ab. Gut, sehr schön. So, Gebirgsspeer. Das Schwert lasse ich mal. Vielleicht. Okay, das sind zerfetzte, den nehme ich nicht. Das Schild möchte ich gerne nehmen. So. Das ist auch ein 5er Widerstand, okay. Die Schuhe gebe ich ihm. So, mir kommen gar nicht so viele Sachen über. Okay. Gut. Also, dann gehen wir weiter. Machen wir den Part ein bisschen länger. Aber leider war das so. Wir müssen ihn finden noch kurz. Ich will den Auftrag abgeben, bevor die Zeit abläuft. Ja, hier irgendwo ist er. Matthias. Hervorragende Arbeit, Monika Basler. Ihr Kündenangriff ist Gespräch des ganzen Reiches. Zweifellos werden Sie und andere wie Sie bald wieder zurückkommen, aber ihr habt diesem Land vor kurzer Zeit eine Art Pause verschafft. Wir sind euch zutiefst dankbar. Aufgaben? Natürlich. Gut. Und wir. Ich muss mal kurz schauen, wo das ist. Da oben. Also. Wir werden dann noch ins andere Reich gehen, ins Khanat Kergit. Und dann ins Reich Swadien. Und ja. Dankeschön fürs Gucken dieser Folge. Tschüss, Leute.